Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch ein bisschen etwas über die Funktionsweise der Wiener U-Bahn erzählen. Wer mit der U-Bahn fahren möchte, sucht zunächst einmal das große U. Dieses steht für Untergrund, also Untergrundbahn. Was einem sofort auffällt ist, dass alle U-Bahn-Stationen in Wien frei zugänglich sind. Es gibt also keine Drehkreuze oder Absperrungen. Wichtig ist daher, zuvor einen Fahrschein zu lösen. Da steht er, der Schrecken aller Touristen. Das Wiener U-Bahn-Netz ist in sogenannte Zonen aufgeteilt. Im Normalfall liegt aber alles in der Kernzone. So, Fahrschein gekauft. Und jetzt noch entwerten. Betrieben wird das U-Bahn-Netz übrigens von den Wiener Linien. Obwohl es überall Rolltreppen und Aufzüge gibt, nehme ich auch gerne mal die Stufen. Naja, vielleicht doch keine so gute Idee. Auf diesen Anzeigetafeln wird die Endstation angezeigt, also die Richtung, in die die U-Bahn fährt. Schottenring. Und hier sind die einzelnen Stationen aufgelistet. Obwohl die U-Bahn-Linien farblich gekennzeichnet sind, spricht man in Wien von der U1, U2, U3, U4 und U6. Wie heißen die wichtigsten Stationen im Stadtzentrum? Stephansplatz, Schwedenplatz, Landstraße und Karlsplatz. Letzterer wurde vom österreichischen Architekten Otto Wagner um das Jahr 1900 im Jugendstildesign entworfen. Damals war es natürlich nicht die U-Bahn, sondern die sogenannte Stadtbahn, die hier fuhr. Aber werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Derzeit wird das Streckennetz aller Linien modernisiert und erweitert. Die U2 wird zudem weiter ausgebaut und hinzu kommt noch die lang ersehnte U5, die dann in etwa so aussehen wird. Die Eröffnung ist für 2026 geplant. Wundert euch also nicht über die vielen Baustellen, die es derzeit in Wien gibt. Aber es fahren auch schon jetzt moderne Garnituren, in denen der Orientierungsplan digital ist. Ach ja. Und über diese Rohre wird das Wasser, das sich beim U-Bahn-Bau im Untergrund befindet, überirdisch direkt in den Donaukanal geleitet. Tja, manchmal sind die Bahnsteige ziemlich überfüllt. In der U-Bahn selbst sollte man sich möglichst sozial verhalten, was diese Hinweise zum Ausdruck bringen. Die wichtigste Regel lautet aber: Zuerst alle aussteigen lassen und dann erst einsteigen. Ich fahre jedenfalls sehr gerne mit der U-Bahn. Vielleicht sehen wir uns eines Tages ja in einem dieser Waggons. Servus aus Wien!